Die IKK muss nach zweiten MDK-Gutachten Krankengeld zahlen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten am 29.04.2020 in einem Beitrag zum Thema "Darf die IKK das Krankengeld verweigern? Der MDK schreibt gesund" hier einen Beitrag veröffentlicht. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, da ging es darum, dass die IKK am Ende April 2020 die Krankengeldzahlung zu Lasten unseres Mandanten eingestellt hat. Unser Mandant erlitt eine sogenannte Spontanheilung über Nacht. Begründung: Das MDK-Gutachten habe ergeben, dass unser Mandant wieder gesund sei. Er kann auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wieder arbeiten. Gegen diesen Bescheid sind wir in Widerspruch gegangen. Und als Begründung haben wir damals angeführt, dass es weder eine Anhörung gegeben hat, noch eine persönliche Begutachtung unseres Mandanten durch den MDK. Denn in Wirklichkeit ist unser Mandant schwer erkrankt. Er hat eine sehr, sehr schwere Stoffwechselerkrankung. Aufgrund der Stoffwechselerkrankung beide Hände nicht mehr bewegen und auch andere Gelenke sind von dieser Stoffwechselerkrankung massiv betroffen. Wir haben neben dem Widerspruch auch mit einer einstweiligen Verfügung gedroht, haben dann letzten Endes gestärkt durch die Rechtsauffassung des Bundesversicherungsamtes Gewissheit gehabt, dass der Widerspruch gegen den Aufhebungsbescheid damals aufschiebende Wirkung hat. Und wir haben die Krankenkasse aufgefordert zu handeln. Sie unter Druck gesetzt und haben denen gesagt, es muss ein zweites MDK-Gutachten her, und zwar mit persönlicher Begutachtung durch unseren Mandanten. Und dann kann ich nur sagen, oh Wunder, die IKK hat tatsächlich ein zweites Gutachten beauftragt und erstaunlicherweise hat die IKK oder der MDK jetzt auf einmal festgestellt, dass unser Mandant doch krank ist und er Anspruch auf das Krankengeld hat, und zwar nahtlos ab dem 1. Mai 2020. Der Abhilfebescheid ist vor ein paar Tagen gekommen. Unser Mandant hat sich natürlich sehr darüber gefreut. Ich habe ihm gesagt, gehen Sie bitte sofort zur Bundesagentur für Arbeit, melden Sie das. Das hat er auch gemacht, dass er also aus dem Arbeitslosengeld 1 Bezug raus ist und wieder sein Krankengeld bekommt. Dieses MDK-Gutachten hat nämlich festgestellt, dass unser Mandant auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr erwerbsfähig sein kann. Denn wir haben parallel für unseren Mandanten auch noch einen EM-Rentenantrag gestellt und können dieses Gutachten dann wahrscheinlich gut gebrauchen für den weiteren Fortgang des Erwerbsminderungsrentenverfahrens. Was will ich Ihnen damit sagen? Bei solchen Sachen einfach auch mal Widerspruch einzulegen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, oh, ich kann sowieso nicht und die sind stärker als ich. Nein, kämpfen lohnt sich. Die IKK hat hier einen Riesenfehler gemacht. Und stellen Sie sich mal bitte vor, mein Mandant hätte keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld 1 gehabt, sondern er hätte ins Hartz IV gemusst. Das wäre natürlich eine Katastrophe für ihn geworden. Ja, und viele Menschen verlieren deshalb wegen solchen Fehlentscheidungen sogar ihre Wohnung, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.